Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir häkeln heute mit euch wieder einen schönen Sommertop mit einem recht einfachen Muster. So schaut es aus. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten einfach mit dem Häkeln. Wir häkeln mit euch heute so einen Sommertop. In so einem Muster ist eigentlich recht leicht zu häkeln. So schauen die Träger und die Ausschnitte auf der Seite aus. Das ist der vordere Ausschnitt, ist gerade gehäkelt. Genau, ihr könnt natürlich beliebige Wolle verwenden. Ich verwende die Cotton Soft Wolle. Wie man die Maschen an eigene Größe anpassen kann, habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Ihr könnt auch gerne in der Playlist Grundlagen schauen, falls ihr eine andere Größe Wolle verwendet. Viele wollen natürlich auch so eine dickeren Wolle, die Sommerteile nicht häkeln, sondern verwenden dünnere Wolle. Und da empfehle ich euch einfach auch dieses Video anzuschauen, wie man die Maschen ausrechnen kann. So schaut das Oberteil aus und wir starten dann einfach. So, für diesen Sommertop verwende ich die Cotton Soft von der Firma Relane, 50 Gramm, 150 Meter Lauflänge, die Häkelnadel Nummer 3,5. So, und wir brauchen für die Größe 34 ca. 150 Gramm Wolle. Das hängt natürlich auch davon ab, wie lang ist das ihr das Oberteil häkelt und wie breit. Man kann daher mehr oder weniger Wolle gebrauchen. Also ich habe hier ungefähr ausgerechnet. Wie gesagt, das ist nur die ungefähre Angabe an der Wolle. So, ich habe die Gesamtbreite 41 cm, die Länge bis zum Ausschnitt 34 cm und Gesamtlänge bis von da bis da 55 cm. So, die Maschenanzahl für diesen Sommertop für Größe 34, 131 Maschen habe ich angeschlagen. Für Größe 36, 39, 40, 153, 44 habe ich also ungefähr 169 Maschen. Und da kann man ungefähr auch die Zwischengröße auch ausrechnen. Wie gesagt, also die Maschenanzahl kann trotzdem unterschiedlich sein, weil je nachdem, wie breit ihr das häkeln wollt, aber ungefähr kann man sich schon an diesen Maschen orientieren. Also, es ist so, wir schlagen hier die Maschen an und häkeln das Rumpfteil in Runden bis zu den Ausschnitten. Ab den Ausschnitten häkeln wir hier diese Schrägung. Ich habe am Vorderteil die Schrägung zwei Reihen länger gehäkelt als am Rückenteil. Ansonsten hier die Schrägung wird sowohl vorne als auch hinten gleich gearbeitet. Und hier der Ausschnitt ist einfach gerade und dann werden die Träger gehäkelt. So, ich schlage jetzt die Luftmaschen an. Ich schlage 131 Maschen. Ich schlage die ungerade Maschenanzahl, die euch passt. Ich zeige das Ganze an einem kleineren Stück. So, jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. Hier einstechen in die erste Luftmasche. Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So, die erste Runde häkeln wir nur Stäbchen. Also ich beginne mit drei Luftmaschen. Jetzt häkle ich in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. So, in die Luftmasche einstechen.
und jeweils in jede Luftmasche häkle ich ein Stäbchen. Und dann einfach weitere Stäbchen häkeln, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, ich habe jetzt die Runde zu Ende gehäkelt. Jetzt schließe ich das Ganze zu einer Runde mit der Kettmasche. Also hier in die dritte Masche ein Stäbchen, Faden holen und linke durch die rechte durchziehen. Also man sollte jetzt 131 Stäbchen haben. Ich habe vorhin vergessen, die zwei Wendeluftmaschen gehören natürlich auch noch dazu. Also dass man auf 131 Stäbchen jetzt kommt. Ich habe jetzt ein kleineres Stück. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Überspringe ein Stäbchen. Hier überspringen in das nächste Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen überspringen. In das nächste Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir. Ein Stäbchen überspringen. In das zweite Stäbchen. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter. So schaut es aus. Und so häkeln wir dann, bis wir am Ende der Runde ankommen. Also immer eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und unten ein Stäbchen überspringen. Jetzt bin ich am Ende der Runde und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Hier in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Die nächste Runde beginne ich mit 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die nächste Masche. In das Stäbchen. Eine Luftmasche. Jetzt steche ich hier ein, wo wir schon mal waren, und häkle. Wie bei dem Stäbchen, bloß nur die ersten 2 Schlingen durch. Also ich zeige es nochmal. Umschlag, hier ein Stäbchen, Faden holen und die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt gehe ich in die nächste Masche, in das Stäbchen, ein Stäbchen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen, alle 3 durch. Eine Luftmasche. Jetzt wiederholen wir das Ganze. Ein Umschlag, hier ein Stäbchen, wo wir waren. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, in die nächste Masche ein Stäbchen. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir jetzt, bis wir am Ende der Runde sind. Also ein Stäbchen in das Stäbchen, wo wir schon mal waren. Die ersten 2 Schlingen durch. Das zweite Stäbchen in die nächste Masche. Die ersten 2 durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Also wir häkeln praktisch diese Zacke, dann eine Luftmasche, eine Zacke, eine Luftmasche und so weiter. Wir sehen hier diese dreieckigen Formen. So, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. So, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, alle 3 Schlingen durch, eine Luftmasche. So schaut es aus und so häkeln wir dann die Runde weiter. Jetzt bin ich am Ende der Runde. Hier habe ich die Luftmasche. Jetzt häkle ich hier nochmal ein Stäbchen, die ersten 2 Schlingen durch. Und jetzt steche ich da ein, wo
praktisch hier die Luftmaschen bedienen, hier einstechen, Faden holen, die ersten, ne? So, dann eben nochmal, hier erstmal da einstechen, wo wir waren, dann nochmal einen Umschlag und hier einstechen, wo die ersten zwei Luftmaschen sind, hier einstechen, die ersten zwei Schlingen durch. Alle drei durch, jetzt eine Luftmasche. Ich steche hier ein, an der Spitze, da haben wir die zwei Luftmaschen, hier einstechen, eine Kettmasche häkeln. Die nächste Runde beginne ich mit vier Luftmaschen. So, dann steche ich hier ein, wo die Luftmasche ist. Also hier habe ich begonnen. Und hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Dann stechen wir hier immer ein, wo die Luftmaschen sind. Also wir haben hier diese Spitze und hier zwischen stechen wir ein. Ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Hier zwischen einstechen. Ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Hier habe ich das letzte Stäbchen gehäkelt. Jetzt eine Luftmasche. Hier in die dritte Luftmasche einstechen. Eine Luftmasche häkeln. Die nächste Runde beginne ich wieder mit zwei Luftmaschen und hier in das zweite, also hier habe ich angefangen, hier in das erste Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir wieder diese Zacken in das Stäbchen einstechen, wo wir schon mal waren. Die ersten zwei Schlingen durch in das nächste Stäbchen. Ein Stäbchen, die ersten zwei Schlingen durch, drei Schlingen, alle drei Schlingen durch, eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich weiter in die erste Masche ein Stäbchen, in die zweite Masche ein Stäbchen, drei Schlingen, alle drei durch, eine Luftmasche. So, und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und hier schließen wir genauso. So, hier habe ich eine Luftmasche. Hier jetzt steche ich nochmal ein. Das erste Stäbchen, nochmal ein Umschlag. Dann steche ich da ein, wo die ersten zwei Luftmaschen sind. Einfach irgendwo einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Drei Schlingen, alle drei Schlingen durch. Eine Luftmasche und jetzt hier an der Spitze einstechen. Und eine Kettmasche häkeln. So, und die nächste Runde beginne ich wieder mit vier Luftmaschen. Und dann häkle ich hier die erste Masche, also das erste Stäbchen. Hier das Stäbchen überspringe ich, wo die Luftmasche ist, steche ich ein. Eine Luftmasche. Dann hier wieder ein Stäbchen, ich meine ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln. Und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Runden, wir wiederholen stets, eigentlich sind es immer zwei Runden, die wir wiederholen. Das komplette Rumpfteil häkeln wir dann weiter. So, wir haben jetzt das Rumpfteil fertig gehäkelt und zwar bei mir ist das, jetzt, ich habe 26 Reihen gehäkelt und ich habe die Höhe ca. 34 cm. Und in der Breite ist es bei mir circa 41 cm. So, wir teilen jetzt das Rumpfteil in zwei Teile auf. Also hier mittig aufteilen,
zwei gleiche Teile in das Vorderteil und in das Rückenteil. So, und dann machen wir Folgendes. Also wie gesagt, das Rumpfteil in das Vorderteil aufteilen und in das Rückenteil. Und dann häkeln wir mit euch diese Schrägung. Die Schrägung vorne ist etwas höher als hinten, habe ich gemacht. Also vorne habe ich 7 Reihen Schrägung gearbeitet und hinten habe ich 5 Reihen. Ihr könnt das natürlich individuell anpassen, mehr oder weniger Reihen häkeln. Bei der kleinen Größe reicht es aus, bei den größeren Größen müsst ihr mehr Reihen häkeln. Also wir fangen jetzt mit der Schrägung an. Also ich zeige das Ganze an einem kleineren Stück. Ich fange ganz normal auf der oder auf der Seite an zu häkeln. Also ihr habt jetzt die Reihe mit dem Lochmuster. Ich beginne jetzt mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in das Stäbchen, also einen Umschlag, Masche holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und dann in die nächste Masche, in das Stäbchen, ein Stäbchen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. So, also 3 Luftmaschen und dann stechen wir nicht hier ein, sondern in das erste Stäbchen und dann in das zweite. Und jetzt den Rest nach Muster, 1 Luftmasche. Jetzt steche ich hier ein, wo wir schon mal waren. Und dann in das nächste Stäbchen. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch, 1 Luftmasche. Und so häkeln wir, bis wir auf die andere Seite ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich die letzte Zacke gehäkelt. Und jetzt häkle ich hier, stiche ich ein und häkle, also einfach hier am Ende der Reihe, ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Ne, sind 3 Luftmaschen. 3 Luftmaschen häkle ich hier. So. Und jetzt bespiele ich die erste Zacke und in die zweite Zacke, da haben wir die Luftmaschen in die zweite Möglichkeit. Hier steche ich ein, also nicht da, sondern hier und häkle das erste Stäbchen. So, dann eine Luftmasche. Wenn es sich hier zusammenziehen sollte, dann kann man hier auch 4 Luftmaschen häkeln statt 3. So, und jetzt häkeln wir alles nach Muster. Also ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Also eine Luftmasche, dann hier zwischen diesen Zacken in die Luftmasche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier haben wir das Gleiche, also die eine Luftmasche. Die letzte Zacke bleibt hier, da häkle ich jetzt kein Stäbchen. Da in die zweite Möglichkeit habe ich das Stäbchen gehäkelt. Und jetzt häkle ich hier am Ende ein Stäbchen, ein Stäbchen. So schaut es aus. Und die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. Das sind keine 4, sondern 3 Luftmaschen. Jetzt wende ich und häkle hier in das erste Stäbchen, nicht da, sondern hier in das Stäbchen steche ich ein, häkle das erste Stäbchen und nochmal einen Umschlag in das nächste Stäbchen einstechen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Also wir haben diese Zacke in das erste und in das zweite Stäbchen gehäkelt. Und jetzt den Rest häkle ich nach Muster.
Jetzt wickeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, am Ende der Reihe, jetzt habe ich hier zwei Stäbchen, die Zacke habe ich gehäkelt. Und jetzt wickle ich hier nochmal ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln. So, und die nächste Reihe beginne ich dann mit vier Luftmaschen. Und wie bis jetzt, die erste Masche überspringe ich und dann in die zweite Masche häkle ich ein Stäbchen. Und ich häkle drei Luftmaschen, verwechsle ich mich die ganze Zeit. Ich häkle die drei Luftmaschen, weil ich immer an das Muster denke. Drei Luftmaschen und je in die nächste Masche häkle ich. So, jetzt eine Luftmasche, in die nächste Möglichkeit ein Stäbchen und so weiter. Also nochmal, ich habe hier diese erste Möglichkeit, wo wir die Luftmasche haben, da habe ich kein Stäbchen gehäkelt, sondern in die zweite Möglichkeit. Und genauso machen wir das am Ende der Reihe. So, und am Ende der Reihe habe ich genau das gleiche. Hier ist die letzte Möglichkeit, lasse ich aus. Dann häkle ich hier in die letzte Masche ein Stäbchen. So, und dann die nächste Reihe beginne ich mit drei Luftmaschen und häkle die erste Zacke hier in das erste Stäbchen, dann in das zweite Stäbchen. Und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Reihen, eigentlich wiederholen die sich. Zwei Reihen, die Maschenabnahme. Und dann häkeln wir so viele Reihen, die man praktisch für die Schrägung braucht. Bei kleineren Größen weniger, bei größeren Größen mehr Reihen häkeln. Zwischendurch einfach auch anprobieren und schauen, wie es dann euch passt. Und so schaut dann die Schrägung aus. So auf einer Seite. Und auch auf der anderen Seite. So ist dann die Schrägung. Und das ist nochmal mein Top. So schaut es dann aus. Und hier vorne bleibt das Muster einfach gerade. Also da machen wir für den Halsausschnitt keine weiteren Maschenabnahmen. Und das ist dann die linke Seite. Und das Rückenteil schaut genauso aus. Also habe ich hier eine Schrägung, ab da bis da. Und wie gesagt, ich habe da ein Musterrapport aus zwei Reihen weniger gehäkelt als vorne. Und das ist dann die zweite Seite. So, wenn wir die Schrägung fertig haben, dann häkeln wir nur noch die Träger. Die Träger bestehen bei mir aus diesen vier Lochmustern. Also von der Breite sage ich gleich auch, wie breit die sind. So, die sind dann bei mir ungefähr, ich denke, ja, 4 cm breit. Also der obere Rand bei mir, bei dem Ausschnitt, ist hier aus diesen Zacken, also nicht aus dem Lochmuster. Und ab da, wenn der Faden da ist, beginne ich direkt mit dem Faden die Träger zu häkeln. Also ich beginne mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle da, wo die Luftmasche ist, das erste Stäbchen. Eine Luftmasche, in die nächste Möglichkeit, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und nochmal eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, jetzt häkeln wir die zweite Reihe, die Zackenreihe. Ich beginne mit drei Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle jetzt hier sofort in die erste Masche das erste Stäbchen und in die nächste das zweite Stäbchen. Drei Schlingen, alle drei Schlingen durch. Eine Luftmasche. Den Rest häkle ich nach Muster. Eine Luftmasche, dann wieder
So, jetzt eine Luftmasche. Jetzt haben wir in der Reihe, stiche ich hier nochmal ein und häkle ein Stäbchen. So, die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. Einmal wenden und hier stiche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Eine Luftmasche, jetzt hier nach Muster, in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen, eine Luftmasche, jetzt hier, in dem, da wo die Luftmasche ist, auch ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und jetzt steche ich hier am Ende, hier zwischen steche ich ein und häkle auch ein Stäbchen. Jetzt haben wir wieder 4 Kästchen. Und diese 2 Reihen wiederholen wir stets. Also 3 Luftmaschen, das Ganze wenden. Jetzt häkle ich hier in die erste Masche und in die zweite Masche. Die erste Zacke, eine Luftmasche. So, nochmal da ein Stichchen, wo wir waren, ein Stäbchen und in das nächste Stäbchen auch ein Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal. So, und am Ende der Reihe, wie gesagt, hier eine Zacke gehäkelt. Ohne Luftmasche häkle ich hier am Ende einfach ein Stäbchen. Und das Ganze wiederhole ich 4 Luftmaschen. Moment, habe ich da vielleicht doch, da häkle ich, glaube ich, schon eine Luftmasche. Muss ich schauen. Doch hier am Ende der Reihe häkle ich eine Luftmasche und dann ein Stäbchen. So, und jetzt die 4 Luftmaschen. Und jetzt hier die erste, das erste Stäbchen, eine Luftmasche, dann das zweite Stäbchen, das dritte, eine Luftmasche und hier am Ende der Reihe, hier zwischen den beiden Maschen, nochmal ein Stäbchen. Und so schauen dann die Träger aus. Und dann einfach die Linie häkeln, die ihr braucht. Also ich habe bei meinem Sommertop 18 Reihen für die Träger gehäkelt. Und dann machen wir nur noch Folgendes. Also wir nähen das hier, ich habe es bereits schon zusammengenäht, einfach die Träger zusammen. Das kann man mit einer Nähnadel machen oder man kann es natürlich auch mit der Häkelnadel mit Kettenmaschen zusammen vernähen. Ich habe meine Träger bereits vernäht, also wir legen die Träger die rechte Seite auf die rechte Seite drauf und wir nähen dann. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. So, also wir haben hier die Träger. Dann legen wir die hier dran. Man kann denselben Faden verwenden, man kann auch einen extra Faden nehmen, je nachdem. Also dann stiche ich hier, ich habe dann hier praktisch diesen Rand. Ich habe den Rand jetzt schon so hier einstechen. Dann ziehe ich mir diesen Faden auf die linke Seite. So, mit demselben Faden können wir dann weiter die Kettenmaschen häkeln. Stiche ich hier ein, auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Wir haben immer diese 2 Schlingen da einstechen, also hier diese 2 Schlingenfaden holen. So, ich zeige euch gleich nochmal, das war irgendwie ziemlich fest.
So, hier in die Ketten, hier haben wir die Luftmaschen, hier stiche ich ein, hier vorne und hinten gehe unter diese zwei Fädchen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. Und da die beiden Schlingen, von hinten die beiden Schlingen einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte Schlinge durch. So, hier steche ich in die Luftmaschen ein, hinten beide Schlingen, Faden holen, die linke durch die rechte. Und auf diese Weise dann einfach mit Kettenmaschen vernähen. Das schaut dann so aus. So schaut es dann auf der rechten Seite aus. Oder ganz einfach mit der Nähnadel vernähen. Und soweit sind wir dann mit dem Sommertop fertig. So schaut das aus. Also, und wie immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Schreibt auch gerne eure Kommentare. Würde mich auch sehr freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.